Trampoline. In diesem Video möchte ich mit der Welt teilen, wie ich persönlich den Begriff Retro definiere. Natürlich, weil dies ein nerdig-geekiger Kanal ist, beschränke ich mich, was den Retro-Bereich anbelangt, nur mit dem Thema Videospiele. Jeder Freund und Liebhaber von Videospielen definiert nämlich Retro ganz unterschiedlich. Manche Leute stellen sich eine Faustregel auf und sagen, ab dieser und dieser Generation ist etwas für mich Retro. Andere wiederum sagen, ein Videospiel muss 20 Jahre alt sein, damit man es in die Kategorie Retro packen kann. Ich hingegen sehe das ein bisschen differenzierter. Es gab nämlich auch in den letzten Jahren eine Vielzahl an Retro-Titel. Und jetzt werden viele aufschreien und sagen, das ist doch faktisch gar nicht möglich, denn diese Spiele waren doch gar nicht alt. Ja, jedoch gibt es unter anderem Spiele wie zum Beispiel Shuffle Knight oder Retro City Rampage oder Super Meat Boy oder gar Minecraft, die sich älterer Spielmechanik bedienen und ihre Optik ein bisschen limitieren, damit wir dann einen schönen Pixel-Look haben. Minecraft zum Beispiel ist mittlerweile eins der meistverkauftesten Videospiele aller Zeiten, wobei das ein Thema für sich ist. Viele Indie-Entwickler hatten in den 80er und 90er Jahren selbst eine große Faszination für Videospiele. Sie hatten aber selbst keine Möglichkeit, technisch etwas selbst auf die Beine zu stellen. Dank der modernen Technik können viele Spielemacher ihre ganz eigenen Kreationen mittlerweile umsetzen. Es gab aber auch zahlreiche Versuche, altbewährte Spielmechaniken in einem neuen Gewand zu präsentieren. Einige Ideen davon stießen nicht auf sonderlich große Fanliebe. Es gibt immer mal wieder aktuelle Beispiele, in denen der Großteil der Fans einfach enttäuscht sind, weil man ein Spiel so sehr verändert hat, dass es noch nicht mal unter dem Retro-Charme funktioniert. Aber macht Gameplay und Optik ein Spiel alleine schon Retro? Ja und nein. Ich persönlich greife immer noch zu alten Originaltiteln zurück, mit unterschiedlichen Beweggründen. Von der 8 bis zur 128-Bit-Ära benötigten die Spiele zumindest auf dem Heimkonsolensektor keine sonderlich großen Ladezeiten. Besitzer einer PlayStation 3 oder Xbox 360 oder gar späterer Generation müssen oft eine gewisse Ladezeit für Updates in Kauf nehmen. Und das macht mir persönlich das Spielgefühl ein bisschen madig. Ich möchte ein Spiel einlegen und sofort loslegen. Und dies bieten mir unter anderem auch nur ältere Konsolen. Ich kann zum Beispiel bei älteren Systemen auf eine wesentlich größere Spielebibliothek zurückgreifen, als ich das zum Beispiel bei neueren Konsolengenerationen kann. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, für gewisse Konsolen erschienen aber gar nicht so viele Spiele. Doch bündelt man verschiedene ältere Spielegenerationen, zumindest was dieses Thema anbelangt, kann ich immer mal wieder günstig und vor allem platzsparend mir haptisch und physikalische Spieletitel erwerben. Und ja, es ist mittlerweile vieles digitalisiert worden. Und die Technik lässt es mittlerweile auch zu, dass wir uns unsere eigenen Retro-Systeme bauen können. Ich persönlich gehöre immer noch zu der Riege Videospieler. Ich möchte ein Spiel in der Hand haben, die Hülle aufmachen, das Spiel einlegen und sobald die Konsole angeht, möchte ich ein Menüscreen sehen, den Start-Button drücken und einfach loszocken. Das kann mir leider nicht jedes aktuelle Spielesystem bieten. Ich möchte nicht drauf pochen, dass alles früher gut war. Nein, es war ziemlich viel Mist dabei. Doch bevorzuge ich nach wie vor immer noch ein Spiel, das fertig ist, ich nur starten brauche, ohne dass ich Gigabyte große Patches runterladen muss. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schreiben wir das Jahr 2018 und wenn man sich darauf festlegt, die Spielesysteme in die Kategorie Retro zu packen, würde ich schon persönlich so weit gehen, dass selbst eine PlayStation 2 Retro ist, denn diese ist aktuell die vorletzte Konsolengeneration. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich weiß nicht, wie sich Systeme entwickeln werden. Ich kann nur eins sagen, ich liebe Retro-Spiele. Natürlich habe ich auch ein Herz für neuere Spiele, doch ich persönlich kann immer noch mit diesem Retro-Charme etwas anfangen. Es geht aber immer nur auf eins hinaus, ich möchte ein Videospiel spielen. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal, euer Holy Nerd. Ciao.